Mit den Brötchen ist es ja so. Sie kommen ganz unbedarft in den Ofen. Nur wenn der Bäcker sich nicht kümmert, sehen sie schwarz. Und genau so kann das auch mit den Verkäufern von so einem Bäcker gehen. Mit denen von der Großbäckerei Bickert bei Aschaffenburg zum Beispiel. Eigentlich grün und schwarz und blau. Und dann schauen Sie mir jetzt Verbrecher, nur weil wir auf unser Recht bestehen. Die fünf Frauen wollen anonym bleiben, aus Angst, keine Arbeit mehr zu finden. 10 Euro brutto hat die älteste von ihnen bei der Bäckerei Bickert im Verkauf verdient. Es sind kleine Brötchen, die hier gebacken werden. Der Tariflohn liegt bei 12,49 Euro je Stunde. Wir haben versucht, unseren Lohn durchzusetzen, der uns eigentlich zusteht, laut Gewerkschaft. Und sie waren halt nicht bereit, uns den Lohn zu bezahlen. Ein paar Tage später haben wir dann die Kündigung gehabt. Aus betrieblichen Gründen können sie uns nicht mehr weiter beschäftigen. Kann es sein, dass ein Betrieb seinem Personal kündigt, nur weil es eine Bezahlung nach Tarif fordert? Die Bäckerei schickt ihren Anwalt vor. Und der sagt, es mussten Kündigungen her, weil im Juni eine von 44 Filialen abgebrannt sei. Auch wenn der zeitliche Zusammenhang zwischen Kündigung und diesen Tariflohnforderungen sicherlich unglücklich gelaufen ist. Das muss ich sicherlich zugeben, aber es hat überhaupt gar keinen Zusammenhang. Keinen Zusammenhang? Das können die entlassenen Verkäuferinnen nicht glauben. Meiner Meinung nach sind das alles Ausreden. Und zwar deshalb, weil die Bäckerei parallel zu den Kündigungen sogar neues Personal sucht. Erklärungsversuche des Anwalts. Man hat lediglich vergessen, die damals geschalteten Anzeigen einfach wieder rauszunehmen. Also das war jetzt nicht, dass aktiv gerade nach irgendjemand gesucht wird. Definitiv nicht. Nachdem ich das gehört hatte, habe die Mandantschaft angesprochen. Die war natürlich auch sehr erstaunt und hat einfach gesagt, Herr Zöller, wir haben es vergessen. Komisch. Das Plakat hatten wir erst vorgestern entdeckt. Die Gewerkschaft, die auch die entlassenen Frauen vertritt, glaubt, es steckt System dahinter. Taktik Nummer 1. Mitarbeiter, die Tariflohn wollen, klein machen und im Zweifel entlassen. Einige Kolleginnen haben bestätigt, dass Herr Bickert sie zu einem persönlichen Einzelgespräch vorlädt und entsprechend dann eine Standpauke gehalten wird. Taktik Nummer 2. Keine Mitgliedschaft bei der Bäckerinnung. So spart sich Bickert, nach Schätzungen der Gewerkschaft, 600.000 Euro im Jahr. Denn nur Betriebe, die in der Innung, dem Arbeitgeberverband sind, müssen nach Tarif zahlen. Die Mitarbeiter sollten in der Gewerkschaft sein, um ihre Ansprüche zu sichern. Arbeitsmarktexperten stellen fest, dass in Deutschland inzwischen nur noch gut die Hälfte aller Beschäftigten nach Tarif bezahlt wird. Das ist natürlich eine gefährliche Entwicklung, weil damit es ökonomisch zu Umverteilungsprozessen kommt. Die Beschäftigten erhalten immer weniger Einkommen. Damit natürlich auch immer weniger Kaufkraft. Das hat auch massive Auswirkungen auf die Wirtschaft, Rückwirkungen. Und auf der anderen Seite erzielen die Unternehmer immer höhere Gewinne. Geld scheffeln durch Tarifflucht. Jedenfalls sind immer weniger bayerische Bäcker bereit, sich der Innung anzuschließen. Im Jahr 2000 waren es noch fast 90%. Heute nur noch knapp über 70%. Hilft am Ende nur, dass der Staat sozusagen eine Pflichtmitgliedschaft festlegt für Unternehmer in den Verbänden. Aber auf der anderen Seite müsste es dann auch eine Pflichtmitgliedschaft für alle abhängig Beschäftigten in Deutschland in den Gewerkschaften geben, damit sozusagen die Macht am Verhandlungstisch einigermaßen gleich verteilt ist. Dabei könnte das auch freiwillig passieren. So wie hier in der Münchner Bäckerei Ziegler, ein Familienbetrieb in vierter Generation. Die Innung sei wichtig, allein schon, weil sie die ganze Ausbildung organisiert. Und die Bezahlung der Mitarbeiter mindestens zum Tariflohn. Das ist einfach die Philosophie auch von einem Handwerksbetrieb, ja, dass wir nicht nur abkassieren, sondern dass wir auch das weitergeben an unsere Mitarbeiter. Die müssen auch leben. Diese Einstellung wünschen sich auch die entlassenen Verkäuferinnen der Bäckerei Bickert. Aber wenn man mal über 50 ist, ist es nicht mehr so einfach, was zu finden. Und so bleibt nur, das Brot vom Munde abzusparen.